erreichen, oder? Möglichst wenig tun, ob das im Privatleben oder im Job so ist. Aber es ist halt so, auch hier, wir müssen Prioritäten setzen. Ne? Wer nach oben will, wer sich weiterentwickeln will, der muss sich von Dingen trennen, der muss Ballast abwerfen. Was im Kontext heißt, der muss auch mal Nein sagen können. Oder in dem Moment sagen können, ich bin mir wichtiger. Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich, nirgend anders. Der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind Sie selber. Weil Sie sind nur dann, da komme ich gleich zu, ein guter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder Familienvater, Familienmutter, Freund, Partner, wenn Sie gesund sind. Und da ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil das Thema Bewegung. Sie müssen sich mal vorstellen, und wir bewegen uns auch ein bisschen im Laufe des Vortrags, nur ein bisschen. Gesundheit ist das Wichtigste, das sagen 94% aller Deutschen. Ne? Ist immer wieder dasselbe, das kennen Sie alle, Silvester 12 Uhr, ne? Hey, hoch die Tassen. Nur gute Vorsätze für das neue Jahr. Die halten genau statistisch 3 Wochen, 21 Tage an. Danach ist wieder alles überworfen. 87% schaffen es nicht. Ich hoffe, Sie gehören zu den 13%. Oder nehmen sich gar nichts vor. Ist vielleicht noch besser. Gesundheit ist das Wichtigste, sagen 94% aller Deutschen. Ne? Ist erstaunlich. Auch darüber gibt es Statistiken. So junge Leute, die Facebook-Generation von heute, um die 16 bis 20, die wünschen sich was zum neuen Jahr? Ein frohes neues Jahr. Ne? In unserem Alter, ich spreche mal von einer großen Familie, in der wir sind, wir sprechen nur noch vom gesunden neuen Jahr. Ne? Und natürlich genießt das eine große Priorität. Völlig zu Recht muss es. Ne? 94% der Deutschen behaupten das. Aber 61% sagen, dass Fitness Ausdruck von Leistungsfähigkeit ist. Ein gut trainierter Körper, ein gut trainierter Geist, alles was dazu gehört. Und wir sind leistungsfähiger. Aber 78% tun gar nichts dafür. 45% der Deutschen treiben keinen Sport, bewegen sich nicht. Und ich spreche von Bewegung, noch nicht mal von Sport. Und nur 24%, ein Riesenpotenzial für die deutsche Gesundheitsbranche, der Markt explodiert ja geradezu gerade. Nur 24% treiben regelmäßig Sport. Und das heißt dreimal die Woche 30 bis 60 Minuten. Ist nicht so viel. Gucken Sie sich das mal an, um zum Thema Bewegung zu kommen, was da passiert ist und in welcher Generation, das wissen Sie selber, wir heute leben. Entwicklung des Energiebedarfs von 56, schon ein paar Jahre her, bis 2000 in England für körperliche Arbeit im Beruf. Bis heute um 65% ist der Energiebedarf zurückgegangen. Wird Sie nicht überraschen, ne? Wir leben in einer sitzenden Gesellschaft heute. Völlig klar. Aber man muss sich natürlich mal vorstellen, die Folgewirkung, die Konsequenzen bewusst machen. Der Körper kommt mit diesen Veränderungen heute nicht mehr zurecht. In USA zum Beispiel, ganz Deutschland, also 80 Millionen Amerikaner, leiden an degenerativen chronischen Erkrankungen. Das ist ein Kostenfaktor in Amerika für das Gesundheitssystem von 1 Billion US-Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1 Billion US-Dollar kostet Krankheit durch Bewegungsmangel in den USA. Jedes Jahr. Ich provoziere noch ein bisschen weiter. Bewegung, Wandel der Zeit, tägliche Kilometerleistung. Wir kommen ja aus Evolution, weil wir uns bewegen sollen. Ne? Wir mussten uns ja früher bewegen. Wir haben die Hände und die Füße, das hat einen bestimmten Grund. Da hat sich der liebe Gott was bei gedacht. Ne? Warum wir so konstituiert sind, wie wir sind. Warum wir aufrecht gehen. Warum wir laufen können. Laufen ist was Alltägliches, was ganz Natürliches bei Menschen. Jetzt müssen Sie sich gucken, 17 bis 19 Kilometer, bis der Mammut erlegt war. Als Beamter heute, dafür gibt es Statistiken, bewegt man sich von 300 bis 700 Metern am Tag. Ist nicht viel, oder? Ich will Sie mal ein bisschen weiter ärgern. Um Gottes Willen, das gilt nicht für alle, aber vielleicht schaffe ich es einige, dass die sich an die eigene Nase packen. Was passiert denn in einem normalen Alltag? Sie stehen morgens auf, liegen. Im Schnitt sollte der Deutsche 8 Stunden schlafen. Sie stehen auf, schlafen, setzen sich an den Frühstückstisch. Stehen auf, möglichst, ich provoziere, sage ich, in die Tiefgarage, Auto runter in die Tiefgarage. Setzen sich in ihr Auto, fahren ins Büro. Wieder Auto in die Tiefgarage, 7. Stock, Fahrstuhl, zack. Arbeitsplatz, bis Mittag sitzen sie da, plötzlich kommt ein Anruf, kommst du mit in die Kantine. Welchen Stock? 3. Stock ist die Kantine von Electrolux. Da fährt man dann auch mit dem Fahrstuhl. Es gibt ja hier Fahrstühle, ne? Die Fahrstuhlindustrie will ja auch von was leben. So,
Und dann sitzt man wieder beim Mittagstisch, oder? Und das gleiche Prozedere am Nachmittag. Man geht ins Büro, man setzt sich wieder an seinen Schreibtisch, arbeitet bis abends und dann ruft der Partner an von zu Hause, Schatz, oder was hast du Schönes gekocht? Komm nach Hause, es gibt was Leckeres. Ne? Nicht mehr so lange. Ja, und dann ist man um 19, 20 Uhr, je nachdem. Wird hier so lange gearbeitet, Herr Wöhl? Ja, ich sag so, der andere so. Dann ruft die Ehefrau oder Ehemann an. Im klassischen Rollenverständnis ist es ja leider immer noch so, dass mehr Frauen als Männer kochen. Aber komm nach Hause, es gibt was Schönes. Und dann sitzt man zu Hause mit der Familie, weil man natürlich die Familie sehen will, ne, mit den Kindern am Abendtisch. So, und was passiert nach dem Abendessen? Wie heißt das? Der Hauptsport der Deutschen? Sagen Sie es! Extreme Coaching, ja. Die Fernbedienung wird bedient. Die sitzt, lebt meistens so, dass sie nicht runterfallen. Na doch, die kann ja runterfallen, weil die Bäuche werden ja immer größer. Ne? Und die kann ja runterkippen zu einer Seite. So ist es. Leider. So ist es leider. Und da wird maximal der Daumen bewegt. Ne? Der Daumen, weil umgeschaltet wird und gesetzt wird. Und dann gibt es noch was Leckeres zu essen, zu trinken. Und was macht man danach? Dann geht man ins Bett. Ne? Und der andere Tag kann kommen. So, und jetzt frage ich Sie, stimmt das oder stimmt das nicht? Einige von Ihnen finden sich vielleicht da wieder in dieser Statistik, oder? Auch wenn hier keine Beamten arbeiten, glaube ich, ne? 300 bis 700 Meter, wo haben Sie sich bewegt? Das sage ich. Und schlimmer und dramatischer wird es natürlich, wenn wir uns die tägliche Sitzleistung angucken. Ein Grundschulkind statistisch sitzt 9 Stunden am Tag. Viel zu viel. Aber wir als Erwachsene 11,5 Stunden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, statistisch. 11,5 Stunden am Tag sitzen wir. Dann schlafen wir 8 Stunden. Ne? Also sind 20 Stunden eigentlich weg. So, und dann mit den 4 Stunden, die 4 Stunden bewegen Sie sich nicht. Ne? Die stehen Sie, machen irgendwelche anderen Dinge, aber das ist wirklich erschreckend. Und ich provoziere hier weiter, indem ich ganz klar sage, Sitzen ist tödlich. Lauf um dein Leben. Es gibt eine Statistik, die ist gerade rausgekommen, relativ frisch noch, Ende letzten Jahres. An 120.000 Amerikanern, 14 Jahre lang, bei Männern, die mehr als 6 Stunden sitzen, jetzt komme ich zum Punkt, ist das Herz-Kreislauf-Risiko, die haben ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, also um Herzinfarkt oder am Herztod zu sterben, um 50%. Bei Frauen, die mehr als 40 Stunden die Woche sitzen, eine 50%ige Erhöhung einer Gefahr einer Lungenembolie. Alles mittleren Alters, 120, das ist wirklich eine signifikante Studie, die zählt aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer, der Probanden, über 14 Jahre. Das ist erschreckend. Und deswegen natürlich heißt es immer, Sitzen ist tödlich, lauf um dein Leben. Sag ich, um Sie weiter zu provozieren, Lauf oder Stier. Das Risiko wird zu 35% reduziert, wenn man regelmäßig läuft. Bei Herzinfarkt-Risikogruppe sogar um 45%. 20% weniger Brustkrebserkrankungen, hier spreche ich nicht nur die Frauen an. 30% geringeres Herzinfarktrisiko insgesamt, wenn man regelmäßig läuft. Und ich spreche nicht von Leistungssport, ne? Ich spreche von moderaten Laufen, regelmäßigen Laufen, als Teil des Alltags. Und 50% weniger Diabetes 2 Erkrankungen. Wissen Sie, was Diabetes 2 ist? Das ist nicht das Genetische, sondern womit sie auf die Welt kommen, sondern sie müssen sich das Insulin halt spritzen. Ne? Das ist die größt wachsende Zivilisationskrankheit in unserem Land. Wir haben momentan 8,2 Millionen Diabeteskranke in Deutschland. Tendenz steigend. Wodurch bekommt man Diabetes in erster Linie? In erster Linie? Wodurch? Wie bitte? Genau, Dankeschön. Mangelnde Bewegung in die letzte Reihe. Jawohl. Genau so ist es. Durch mangelnde Bewegung. Tendenz steigt. Ne? Die Firmen, auch Novartis hier in Nürnberg, die lachen sich eins ins Fäustchen. Die verdienen da haufenweise Geld mit. Ist ja klar. Also völlig verrückt. 8,2 momentan. Tendenz ganz klar steigend. Und nicht, wir sprechen hier nicht von Alterdiabetes, wir sprechen von Diabetes auch im Kinder- und Jugendalter. Immer mehr erhöhte Fälle zwischen 10 und 14 Jahren.
in den Schulen, die schon Probleme haben, eine Insulinresistenz, nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch die schlechte Ernährung, durch diese Kombination beider Faktoren, die eine Insulinresistenz entwickeln und sich Insulin spritzen müssen. Also dramatisch. Deswegen bleiben Sie nicht sitzen. Warum? Sonst sinkt die Lipoproteinlipase für den Fettabbau um 50%. Schreckliches Wort, müssen Sie sich nicht merken. Es geht einfach darum, das sind Eiweißmoleküle, die Sie brauchen für den Fettabbau. Und wenn Sie sitzen bleiben, sinkt diese Lipase, nennt sich das halt, um 50%. Die brauchen das, um Fette zu verbrennen. Sonst verkümmern die Rückenmuskeln. Sitzen bleiben, Sitzenbleiber verbrauchen viel mehr Schmerzmittel. Wer kennt das nicht? 80% der Deutschen klagen über Rückenschmerzen, Rückenschmerzen und auch Rückenschmerzen. Wodurch kommen Rückenschmerzen? Wie nochmal in der letzten Reihe, die waren eben so klasse. Sowas muss der Rücken ohne Probleme aushalten. Das hält er aber heute nicht mehr aus. Meistens nicht. Der Bewegung, der Rücken lebt von Bewegung, von Diffusion nennt sich das, ne? Der Bandscheiben. Ne? Der Wasserhaushalt im Rücken oder in der Rückenmuskulatur zwischen den Bandscheiben entwickelt Flüssigkeit. Und das geht nur durch Bewegung. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, verkrümmen die Rückenmuskeln, die werden geschwächt und so kommt es zu Bandscheibenproblemen. Nicht aufgrund dessen, dass wir uns zu viel bewegen, sondern aufgrund dessen, dass wir uns nicht bewegen oder zu wenig bewegen. Oder fehlbelasten. Das gibt es natürlich auch. Sonst steigen psychische Erkrankungen um 31% an. Und, das kennen vielleicht viele von Ihnen, was man sitzt, wenn man sitzt, was passiert? Sie werden einfach müde, ne? Immer wieder. Jeder Mensch hat einen Biorhythmus, völlig klar. Der eine von 11 bis 1 ist vielleicht unten, der andere von 14 bis 16 Uhr. Das ist normal, jeder hat so seinen eigenen Turn. Einige von 10 bis 18 Uhr, soll es auch geben. Also, die Fähigkeit zum Stressabbau muss da sein und die ist natürlich viel größer, wenn Sie regelmäßig Ihren Stoffwechsel aktivieren. Stehen Sie mal auf. Stellen Sie sich vor, hinter Ihnen steht der Stuhl und Sie setzen sich mal Kopf in Nacken, der Stuhl ist da, der geht nicht weg und Sie setzen sich und stehen wieder auf. Mehr nicht, das ist ganz banal. Das ist einfach eine Kniebeuge. Aber in der Kniebeuge sind ganz, ganz viele Muskeln vereint. Das heißt, Kopf in Nacken, Rücken gerade, beugen, strecken. Beugen, strecken. Aber Sie spüren die Sitzkante kurz wie eine heiße Herdplatte. Sie möchten sich gerne